Hey Leute und willkommen zu dem neuen Best of Juni, um genau zu sein. Wieder von dem lieben Nick erstellt, hier aus ungewohnter Perspektive. Ich habe auch den Greenscreen einfach mal hinten stehen gelassen. Hier steht einiges noch rum, aber das ist egal. Ich nehme nämlich gleich was anderes auf und wollte jetzt schnell hier noch die Anmod und Abmod von diesem coolen Best of machen. Falls ihr Tipps habt für das Best of, schreibt es gerne dem lieben Nick hier unter die Kommentare. Der wird sich das dann anschauen und kann ein paar Sachen verbessern. Ja, es ist vielleicht ein bisschen kurz, aber es passiert ja auch nicht jeden Monat immer so ultra die witzigen Sachen und man kann auch nicht immer an alles denken. Die Qualität des ganzen Videos ist vielleicht nicht die allerbeste, das habe ich aber auch im letzten Best-of schon dazu gesagt. Es liegt einfach daran, dass ich das ganze normale Video ja render, aufnehme, schneide, render, hochlade, was auch immer. Der Nick, der tut das Ganze dann wieder schneiden, wieder rendern, wieder hochladen. Ich tue das Ganze jetzt dann hier nochmal mit der Anmod zusammen wieder rendern und hochladen und schneiden und alles. Und deswegen ist die Qualität dann am Ende nicht mehr die perfekteste. Wir sind aber gerade in Arbeit, dass wir das besser hinkriegen und das wird in der Zukunft auch noch viel besser sein als jetzt. Aber das ist ja egal. Ich finde es auf jeden Fall schon mal mega cool, dass wir überhaupt so ein Best-of haben. Und deswegen würde ich sagen, let's go, go for it. Viel Spaß. Was ist da los? Nur du gammelst rum. Ja, ja, so kennen wir den Mike. Meinst du, ich hab Bock, da jetzt rauszufahren? Dein Tempo Box im Stopp! Ja, schreit ihn richtig an. Boxenstopp! wir haben hier Temporadar, bist du 14. Was? Ja, 3 Sekunden ist ja auch fast, Alter. Oh, scheiße, jetzt habe ich auch... Ja, okay, die Runde kann ich nicht schnell fahren. Krank, Junge. Krank. Das war echt eine krasse Runde, fand ich. Was bist du damit habe ich nicht gerechnet. Maschine, Alter. Jetzt gewinnt er hier noch Aserbaidschan. LOL! Reifen weg! RIP! Hilfe, ich stehe irgendwo auf der Strecke. Hoffentlich. Oh mein Gott, was war das? Ja. Hätten wir das auch geklärt mit meiner Schnellrunde. Schaden genommen. Besser, du kommst zur Reparatur an die Box, bevor es für uns zum ernsten Problem wird. Ich glaube, wenn ich so weiterfahre... Aha, ich fahre ja nicht so weiter, aber wenn ich so weiterfahren würde, wie ich jetzt fahre, würde ich immerhin ohne Schaden das Rennen überstehen, weil ich fahre gerade eigentlich... Oh Gott. Grüne Flagge. Yo. Yo, yo, yo. Yo. Was passiert da? Yo, was ist da los? Gelbe Flagge, hups. Ich muss auf jeden Fall in die Box. Ich habe mir gerade links und rechts geschrottet. Durch meinen Frontflügel bin ich in der Zickzackkurve ein bisschen ins Schlittern gekommen. Oh Gott, wenn ich jetzt nicht rausfliege. Aber wenn ich nicht vorher rausfliege, ich fahre gerade so scheiße. Bin jetzt Sechster. Mal Hamilton und so. Hamilton ist auf Platz 5. Der war noch nicht an der Box. Ich mach dem zu, ich habe keinen Bock drauf, ich muss an die Box. Er lässt mich nicht an die Box. Mein Reifen ist weg. Ist alles in Ordnung? Fahrer vor mir. Sag uns bitte, ob es dir gut geht. 12,2 Sekunden. Ach, fuck. Ja, zum ersten Mal ist es passiert. Ich dachte aber auch schon, Aserbaidschan ist eine Scheißstrecke. Ich hatte nur Hoffnung. Ich hatte echt Hoffnung und ich dachte, dass es hinhaut. Weil ich jetzt ungefähr Platz 12 wäre oder so. Und wenn die jetzt alle an die Box gegangen wären, man sieht ja, du bist Platz 6. Ich hätte es auch geschafft. Ich wäre auf jeden Fall in den Punkten gewesen. Ey, wehe, Frankfurt macht jetzt ein Tor. Ich freue mich so hart, ne, dass wir hier 4 Tore schießen und diese Arschgeigen von Eintracht in diesem Kack-Derby machen auch 3 Tore. Ja, jetzt machst du 5. Komm jetzt, Mateta. Mateta. Instant in-store. 5. Oh, oh mein Gott. Oh, wäre das geil. Das wäre so verdient. Diese Bobs. Hey. Diese Bobs. Oh, USA. Lol. Hä, war da gerade China?
Hey, du hast einfach ein falsches Update. Hier sind viel mehr. Jamaika. Ja, Alter, was sind das? Japan, Kamerun. 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 Echt? Was bist du denn für ein Spast? Und das hast du jetzt alles so reingeschnitten. Lad das bitte trotzdem so hoch, danke. Ja, mein FIFA jetzt. Ach, da bin ich Chairplayer. Ja, genau, tschüss. Was bist du denn für einer? Mein FIFA ist komplett aktuell und ich habe ja, meine Konsole offensichtlich gerade noch ja nicht. Bei mir sind 24. Was ein Zufall. Was ein Zufall. Oh Mann. Ja, ich wollte ja nur nochmal überprüfen, ob es denn auch so ist. Ach, pass auf, jetzt ist Kina nicht mehr da. Es ist nicht da. Das war einfach ein Bug. Was ist das denn jetzt? Hä? Ja. Also, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich hoffe, du nimmst auf. Ja. Jetzt müsste es da sein, oder? Nee, ist nicht da. Es liegt nicht da, ne? Liveform. Ja, doch, dann ist es an da. An der Live. Oh mein Gott, das ist so dumm. Es liegt an der Liveform. Jetzt nur eine halbe Sekunde. Eine miese Sau. Lass mich vorbei, du bist doch oh, deine Outlap. Das war ja ein Schalenka, oder? Schalila. Ins Tor gestellt. Oh. Mann, nur wegen dem, ey. Ja. Was ein... wirklich. Boxenstopp. Ja, der hat mir 7 Zehntel abgezogen. Ich wäre eine Sekunde insgesamt schneller gefahren. Ist das lustig. Oh mein Gott. Ja, wie du... Mann, ey. Jan ist heute so ein richtig funniger Typ einfach. Oh Mann. Da kenne ich jetzt nichts. Als ob ich dich jetzt gewinnen lassen würde. Ich verbremse mich jetzt ausnahmsweise ja. Erst nicht. Ich bin, mein Reifen ist weg. Du Scheißspiel! Geht's dir gut? Du verbremst dich ausnahmsweise mal nicht. Hast du es gerade gesehen? Stopp. Nein, hab ich nicht gesehen. Ich bin ja noch draußen. Was war denn das? Sosa, Alter, was ist da los? Neuer, du bist der größte Honk ever. In PES ist dieser Typ absolut behindert. Ich kann dazu nicht mehr sagen, als dass er absolut behindert ist. Oh. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Unerlaubtes über... wieder. Oh Gott, ich kann nicht fahren und er hat mir keine alternative Strategie vorgeschlagen. Arschloch. Ist doch scheiße, ist das doch. Ich halt alle auf jetzt, ne? Oder sehr ich gut. Halt mich eigentlich selbst auf. Oh nein! Oh Gott, muss ich ausweichen. Ich rutsche über die Strecke. Oh shit. Wie ich einfach manchmal aus Versehen mein Differential verstelle. Oh, nee. Der Abstand zum Auto beträgt 32. Ich bin in der Wand. Ich habe ein richtig fettes Problem jetzt. Mein Reifen ist weg. Ist dir gut? Oh. Nein! Ja, stellst Runde. Mann, noch ey! Eine. Ach, das ist doch jetzt Mann, Scheiße, ey. Mann. Das ist Kanada. Klara! Ach, halt die Fresse, Mann, darauf habe ich jetzt gar keinen Bock mehr. Das ist doch voll der Kack. Dafür hast du Monaco-Punkte bekommen. Fickt euch alle, ey. Ohne Müll, Kanada, ich liebe diese Strecke, es lief so gut. Der Frontflügel, der war so behindert, dass ich den kaputt gefahren habe. 2 Stop and Go, so dumm.
und dann fahre ich hier in dieser Kurve rutschig raus. Perez ist an mir vorbei, denke ich, komm, jetzt musst du rückwärts fahren, weil keiner kommt. Und dann kommt der mit 1200 km/h angefahren und rammt mich einfach weg. Ja, das war's dann auch schon wieder. Danke fürs Zusehen. Lasst Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao.